Komm schon, stürz zusammen. Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stronghold Warlords. Wir haben ja gesagt, wir spielen jetzt heute mal auf schwer und das habe ich jetzt auch hier eingestellt. Und ich bin mal gespannt, ob wir dieses Spiel wirklich schaffen oder ob wir jetzt wirklich einen richtig auf den Deckel kriegen. Wir werden es sehen. Ein paar Sekunden später. Eine Nachricht von Hideyoshi. Oh, nee. Wir verlieren. Einer von uns wird seiner Verantwortung nicht gerecht. Oh, die machen ja alles kaputt. Was soll das denn hier? Ich sehe in diesem Augenblick nur eine Lösung. Eine Minute, 37 Sekunden später. Der Burgherr wurde getötet. Eine Nachricht von Sun Tzu. Sieg ist denen vorbehalten, die gewillt sind, den Preis zu bezahlen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Hallo, Freunde. Ich habe jetzt mir schön was zu essen gekocht. Ich habe ein Stündchen geschlafen und ich habe mir leckeres Eis gegessen. Und ich würde sagen, dritter Versuch. Jetzt fühle ich mich bereit. Wir können loslegen und ich glaube, diesmal schaffen wir es auch nicht. Getötet. Eine Nachricht von Qin Chi Wang. Närrischer Hund eines Barbaren. Schon bald wird die Geschichte dich vergessen haben. So, Freunde, da sind wir wieder. Es ist der nächste Tag und ja, also ich würde sagen, wir stellen das mal auf Standard um, sonst hängen wir nächste Woche noch daran. Und mal gucken, vielleicht ist das ja ein bisschen einfacher. Warten wir mal ab. So, dann wollen wir nochmal schauen, ob wir es jetzt mal hinkriegen. Ich mache es aber nochmal wie im vorherigen Spiel. Ich bilde direkt mal ein paar Soldaten aus und schick die mal darüber, damit wir den Typen da direkt bekommen. Der bringt uns nämlich echt einen sehr großen Vorteil. Ich habe zwar jetzt eine Stufe leichter gestellt, aber ich traue dem Braten nicht. Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Also wir haben jetzt schon eine Stufe leichter gemacht und wir werden trotzdem schon wieder direkt am Anfang angegriffen. Okay, also wir müssen ganz dringend die Steuern erhöhen. Denn ich glaube mittlerweile das Einzige, worauf man hier setzen kann, sind die Kriegsmönche. Wir verlieren. Keiner von uns wird seiner Verantwortung nicht gerecht. Ja, ich gebe mir doch alle Mühe hier. Oh, das darf nicht wahr sein. So, haben wir immerhin wieder einen ganz kleinen Vorteil. Lassen uns in der Zeit mal Eisen schicken. Och nee. Ach, das ist ja unglaublich. Also, ich würde gerne die Mauer bauen, aber die stehen hier permanent. Oh, der erste Angriff. Der Angriff ist schon mal abgewehrt. Dann ziehen wir uns mal ganz schnell die Mauer hier hoch. Ich würde ja am liebsten alles voll mit Bogenschützen machen, aber so weit komme ich ja gar nicht. Oh, wenigstens schickt der mal hier einen großen Angriff. Das darf doch nicht wahr sein. Immerhin, wir haben jetzt ein bisschen Geld erfüllt, aber... Der Feind greift unseren Burgfried an. Och, nee. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Nee, der fremde Burgherr kann nicht mal. Wir sollten uns jetzt unbedingt mal ein Belagerungscamp bauen. Und dann mal schauen, wie wir da hinten mal ein bisschen Chaos stiften können. Auf jeden Fall machen wir uns schon mal einen Treebock. Egal, wir gehen jetzt hier hin und gucken mal, dass wir da ein kleines Feuerchen entfachen können. Offiziere und Soldaten besser ausgebildet sind. Bringt uns jetzt keinen allzu großen Vorteil, aber immerhin. Ja. Ich hoffe, sein Kornspeicher geht jetzt noch kaputt. Schade, das Feuer ist gelöscht. Das entfachen wir gleich auf jeden Fall nochmal neu. Komm schon, stürzt zusammen. Ja! So, aber auf den König. Den hauen wir jetzt weg. Jetzt ist ja Geschichte. Ja! Abonniere Malzcut. Los. Das sehe ich aber genauso. Jetzt wird das Spiel hoffentlich ein bisschen einfacher. Eine Nachricht von Hideyoshi. Ich greife schon bald an. Ihr könnt euch mir gerne anschließen. Da sind wir dabei. Das ist prima. Sehr geil. Raketen sind geladen.
Feuert die Rakete ab! Und... Der hat gesessen! Geil! Brauchen wir noch mehr von? Ich würde sagen, wir sammeln hier mal eine fette Armee. Es wird jetzt schon noch einmal Krieg geben und dann war es das. Aber dafür nehmen wir noch ein paar Raketenwerfer mit. So, machen wir das mal so. Bitte vorsichtig rantasten, ne? Die Mörser warten auf Befehle. Bald die Mauer weg ist, stürmen wir da rein. Ja, jetzt aber. Rein da, rein da, rein da, rein da. Ich visualisiere ein Wunder in meinen Gedanken. Alles rein, was steht. Ihr geht auf die Mauer. Ja, ja, könnt ihr auch da hinstellen. Und die Mönche zerstören hier mit. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr. Und es sieht so aus, als gewinnen wir jetzt endlich mal. Gott sei Dank. Also ich muss sagen, das Spiel hat mich echt gestresst, diese Runde. Und wenn es 1000 Jahre dauert, man wird mich rächen. 7000 Gold. Und ich habe diese Länder nicht vereint, damit du sie mir stehlen kannst. Gott sei Dank. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Runde hat mich echt einiges an Nerven gekostet. Aber gut, ich meine, wir haben es jetzt geschafft. Die Aufnahmezeit, 1 Stunde 43 Minuten, die ich jetzt irgendwie so in runtercutten kann auf so 6, 7, 8 Minuten. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Die Kampagne geht auf jeden Fall weiter und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, in der nächsten Runde, die hoffentlich ein bisschen einfacher wird. Bis dahin, haut rein.